Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Surviving Mars. Wir haben die Menschen ja extra auf dem Mars hier erstmal hergeholt. Hier laufen sie auch rum. Man kann richtig schön ranzoomen. Kann auch hier auswählen. Kann sich hier seine Werte quasi angucken. Der heißt Lukas Lindgren. Was hat er denn? Was ist er? Er ist ein. Ist klar, ein Gründer. Er ist ein Veganer. Lol. Ein Ingenieur ist er. Und schon Senior. Also ist schon ein bisschen älter, der Typ. Hier haben wir auch einen Senior. Der hier drin arbeitet, ist ein Erwachsener nur. Männlich, Geburtsort, Lebensmittelgeschäft. Alles klar, also die arbeiten, wie gesagt, hier schön immer in den Gebäuden. Die suchen sich auch meist immer. Also zum Beispiel hier der Ingenieur, der arbeitet am besten in so einer Fabrik, wo er was herstellt. Und er ist sogar hier ein Workaholic und arbeitet dadurch mehr. Seine Arbeitsleistung beträgt 130 oder ihre. Und hier haben wir Martine Amoury. Sie ist ebenfalls Ingenieur, hat aber nur normale Arbeitsleistungen. Plus die Moral halt. Okay, wir machen weiter, sind wir. Wir werden dann mal das Ding hier landen. Na. Einfach mal nicht zu nah ran. So. Solange wir hier noch in der Nähe von diesen Drohnen-Hubs sind, ist alles noch gut. Wir gehen mal auf eine Stufe schneller. Wir forschen gerade die Nutzung des Erdreichs. Dann können wir eine Farm quasi bauen, weil wir sind auch ein bisschen low an Nahrung. Da haben wir hier auch eine Ressourcenknappheit quasi. Aber wir waren ja zum Glück so klug und haben jetzt hier noch ein bisschen Nahrung mit eingeflogen. Und das sollte eigentlich reichen. Da setzen sich die Drohnen hier auch schon in Bewegung. Ich hoffe, die Musik ist nicht ganz so laut. Tütü. Ich werde jetzt mal ein Scooch. Ach, nicht Hauptmenü. Option. Audio. So. Das sollte klappen. So, die laden es jetzt aus. Nahrung sollte jetzt eigentlich völlig okay sein. Ja, 33. Alles gut. Ich denke mal, die werden es auch gleich hier hinbringen. Und wir haben ja trotzdem noch diese Hydraulikfarm. Hydraulik. Hydrokulturfarm. Und die macht ja auch 8,3. Ist also alles gar nicht so schlecht. Strom haben wir immer noch genug. Sauerstoff ist okay. Wasser könnte ein bisschen mehr sein. Wir haben sogar noch einen Vaporator. Den könnten wir eigentlich noch mit hier hinklatschen. So. Ist auch schon fertig. Also wir brauchen keine Ressourcen dafür. Also völlig in Ordnung. So, was wir jetzt auch mal machen können, ist, wir haben ja hier dieses Drohnending. Das schließen wir mal. Der kommt mal zurück. Der ist noch voll mit Metallen. Also der hat eine Kapazität von 30. Mehr schafft er halt nicht. Erstmal. Das kriegt man auch mit Forschung ein bisschen höher, dass der einfach mehr transportieren kann quasi. Düdüdüdüdüd. So, der bombt jetzt hier erstmal alles hin. Wir machen den aber nicht ganz leer. Das reicht. Mal kurz gucken. Wir können hier die Rakete starten. Ist auch alles leer, also kann sie weg. Und mit ihm laden wir jetzt mal noch elektronische Teile auf. Na, wir machen mal ein paar mehr zur Sicherheit. Ja, das reicht vollkommen aus. So, und was wir jetzt machen, wir fahren jetzt mit den beiden Typen. Wir lassen die mal noch kurz laden. Weil wir sind ja immer noch dabei, hier die Sektoren zu erforschen. Und ihr seht ja hier, hier sind sie noch in der Nähe von einem Sensorturm, aber hier drüben ist das, das würde hier ewig dauern, genauso wie hier drüben. Das heißt, wir werden mal hier nach hier hinten gehen. Nicht mit dem Erkunder, mit dem und mit dem. Und dann werden wir hier so in der Ecke, in dem Fleck hier, mal noch so einen Turm bauen. Machen wir mal hier. Und da kann man jetzt mit den beiden so gesehen zusammenarbeiten. Der eine liefert die Teile, die man braucht zur Herstellung, und der andere hat die Drohnen mit an Bord. Und so können wir halt auch Gebäude komplett außerhalb bauen. Jetzt müssen wir nur warten, wir können es mal noch schneller machen. Da kommen sie auch schon angedackelt.
Und da sagen wir jetzt quasi dem Transporter, lad doch bitte mal aus. Ruhig alles. So, und du? Milestone achieved. Oh, gucken wir gleich mal. Ups. Den Sensorturm. Zack. So, dann nehmen die sich hier die Teile, die wir hier hingeschmissen haben, und bauen das Ding jetzt quasi auf. Machen wir doch mal ein bisschen langsamer. Dann lassen wir ihn einfach alles wieder einsammeln. Die Drohnen lassen wir auch zurückkommen. Und wir machen mal Pause. Und dann schicken wir sie mal, ich würde sagen, nach hier oben. So, erste Nahrung produziert. Wir bräuchten jetzt noch ein erstes Neugeborenes auf den Mars. Und erst dann können wir auch neue Leute quasi herholen. Weil was momentan echt schlecht ist bei uns, ist die Arbeitsqualität. Also hier sind ziemlich viele freie Arbeitsplätze, weil wir nicht genug Leute haben. Und wir können auch keine neuen Leute nachholen, solange dieses Gründerstadium ist. Und ihr seht ja hier, wie viele Leute hier noch arbeiten könnten, theoretisch. In dem Ding sind wir voll. Hier fehlt auch noch einer. Hier fehlen auch noch drei. Die Hydrokulturen, da könnte auch noch zwei reingesetzt werden quasi. Also die sind überall komplett unterbesetzt. Und wenn die erstmal voll besetzt sind, dann produzieren wir hier auch von den ganzen Sachen auch ein bisschen mehr. Weil hier könnt ihr das immer sehen, hier unten bei Maschinenteile, wir produzieren zwei und verbrauchen aber für eine Wartung 1,1. Polymere stellen wir noch gar nicht her und die Elektrogeräte auch noch gar nicht. Ist also alles noch so ein bisschen mäh. Deswegen dürfen wir auch nicht immer so viel von verschiedenen Sachen bauen. So, die sind unterwegs. Batterie reicht auch noch. Perfekt. So, und dadurch, dass wir jetzt hier den Turm gebaut haben, ich glaube, hier steht er, ist jetzt alles um den hier rum verstärkt zum Erforschen quasi von dem Sektor. Und das spart uns natürlich übelst viel Zeit. Also den lasse ich jetzt hier noch fertig machen. Und dann bleibe ich aber da hinten. Du kannst hier wieder ausladen, alles. Du lässt deine Drohnen frei und dann bauen wir hier noch einen Tower. Die schnappen sich das Zeug. Der kann es wieder einsammeln. Und der Tower ist fertig. Hier unten haben wir theoretisch noch was. Ich könnte mal noch einmal runterfahren, glaube ich. Erstmal die Drohnen wieder rein. Und dann schicken wir sie hier nochmal hin. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass die Sachen hier schon gescannt sind. Es gibt nachher noch ein Update, womit man so einen Deep Scan quasi machen kann, wo man so in den Boden noch reinscannt. Und das heißt, wir müssen alle Felder, die wir jetzt scannen, nochmal scannen quasi. Daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass wir hier die ganzen Sensor-Tower zu stehen haben. So, das ist okay. Wir haben keine Raketen mehr. Oh, wir haben eine Anomalie gefunden. Da können wir hier unseren Erkunder hier gleich hinschicken. So. Alles ausladen. Drohnen freilassen. Sensorturm hinklatschen. So. Dann wieder alles einsammeln. Und das war es jetzt auch. Also nochmal mache ich so ein Zeug nicht. Erstmal. Das müsste für hier unten auf jeden Fall alles reichen. Jetzt schicken wir sie wieder zurück, dass sie sich wieder aufladen. So, Strom ist alles gut. Das schwankt immer ziemlich stark rum, auch am Tag, weil die Fabrik zum Beispiel hat, man kann auch verschiedene Schichten einteilen. Ich könnte jetzt sagen, in der Mitte vom Tag soll auch gearbeitet werden und nachts auch. Und je länger die halt an ist, umso mehr Strom verbraucht sie halt. Aber sobald die Schicht aus ist, sparen wir quasi den Strom. Und deswegen schwankt es auch hier mit dem Strom. Jetzt haben wir 9,9. Sobald der Tag aber jetzt so ein bisschen rum ist und die erste Schicht vorbei ist, steigt es hier wieder enorm an.
Wir haben ja trotzdem noch genug zum Haushalten quasi. So, Nahrung 35 sieht noch gut aus. Wie gesagt, die macht nur 8,2. Wenn die Leute hier voll besetzt wären, würden die halt auch mehr produzieren, aber sind wir halt nicht. Wie sieht's aus mit dem Komfort? Ist bei 56. Alien-Abdrücke. Enthüllt neue Anomalien, Alien-Artefakte. Die gesamte Forschung beschleunigen, wenn sie gescannt werden. Wir lassen mal jetzt das hier noch fertig machen und dann. Ach, das habe ich glaube ich noch gar nicht erklärt, ne? Also wir haben hier die verschiedenen Forschungstypen und die Durchbrüche sind besondere Forschung, die man nur kriegt, wenn man sie findet quasi. Und die sind auch immer extrem gut. Also ich würde wirklich immer empfehlen, die zuerst zu forschen, wenn möglich. Und die sind auch immer komplett random. Also es kann sein, dass wenn ihr ein neues Spiel startet und ihr diesen Alien-Abdrücke nie bekommt in dem Spiel, in dem gesamten Spiel quasi. Weil es alles komplett random ist, wie man das was kriegt. Und er kann wieder zurück. Das Drohnending könnten wir aber trotzdem mal aufbauen. Weil wir können ja trotzdem hier irgendwas von A nach B schiffen. Das Ding hat noch über 137, das ist okay. Also wir sind mit allen im Plus und jetzt könnt ihr hier sehen, der Strom. Vorhin waren wir bei 9,9, jetzt sind wir auf einmal bei 44,9. Ist einfach, weil jetzt gerade alle Schichten quasi vorbei sind. Hier, die arbeitet auch nur einmal am Tag. Das Ding haben wir komplett aus, weil wir keine Edelmetalle haben. Noch nicht. Oh, wir haben wieder eine Anomalie gefunden. Hier oben. Jetzt machen wir aber erstmal. Oh, hier unten ist auch noch schlecht. Hier wird es schon besser. Aber wir müssen hier irgendwie einmal lang. Dann nehmen wir ihn hier und schicken ihn wieder dahin. So, ansonsten, wir haben hier Metalle. Also so sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir haben extrem viel Wasser. Das ist richtig gut. Also ist wirklich, wirklich viel. Da hatte ich schon andere Maps, die schlechter waren. Wir haben bis jetzt zweimal Edelmetalle, was auch gut ist. Und die beiden sind sogar ziemlich dicht nebeneinander, wo ich mal vermute, dass ich hier auf jeden Fall noch einen Dom hinklatsche. Aber wir lassen jetzt erstmal hier ein bisschen Zeit verstreichen. Das Ding wird auch langsam wieder gefüllt. Solange man jetzt hier nicht ausstellt, dass Exporte zugelassen oder verboten werden. Wir bauen ja momentan schon diese Edelmetalle ab. Mit zwei Leuten quasi und einer Schicht. Also wirklich nicht viel. Und die beladen das Schiff jetzt mit diesen Edelmetallen und wir verkaufen die quasi zur Erde. Und kriegen dadurch ein bisschen mehr Geldmittel. Die brauchen wir auch. Und was ich auch machen kann, das ist auch cool. Wir haben ja momentan nur 600 Forschung am Tag. Und wenn wir aber ein bisschen Geld quasi benutzen, würden wir jetzt in den nächsten 5 Souls 1000 Forschungen so gesehen dazu kriegen. Kostet uns aber 200 Millionen. Das machen wir aber mal. Also es verteilt sich auf 5 Tage, sind quasi nur 200 pro Tag, aber kommen wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen höher. Und dann gucken wir einfach mal. Wir haben es auf volle Geschwindigkeit. Cable Fault. Riesige Nutzpflanze. Perfekt. Oh ne, das ist noch ein Breakthrough. Oh je. Schaltet riesige Nutzpflanzen frei, die eine erhöhte Nahrungsproduktion haben. Okay. Aber das machen wir auf jeden Fall, wenn das fertig ist, klatschen wir erstmal das rein, weil es sagt ja, dass wir alle Forschungen reduzieren. Das ist richtig gut. Der Gründer Anthony Alexandria hat die Eigenschaft Enthusiast bekommen. Schön. Schön, schön. Kann man die Kolonisten eigentlich hier irgendwie mal sehen? So ein Tab wäre mal cool, wo ich hier alle sehen könnte. Research complete. Da ist er. Enthusiast. Erhöht Leistungsbonus bei guter Moral. Okay, cool.
So, Nutzung des Erdreichs haben wir fertig. Wir machen kurz Pause. Forschung. Mit Strong Links können wir das hier gleich nach oben reinpacken. Es gibt leider noch nicht die Möglichkeit, die Sachen hier mal so noch auszutauschen. Man muss wirklich immer erst alles löschen und wieder eintickern. Das ist ein bisschen blöd. Und was ich auch irgendwie blöd finde beim Forschen, wenn man jetzt eine Forschung geschafft hat und hier raufklickt, dann wird einem nicht angezeigt, ja, was hat man denn jetzt gerade erforscht? Man muss erst nochmal gucken, was war denn jetzt hier? Also ich weiß jetzt, Nutzpflanzen des Erdreichs ist hier oben, aber manchmal bei so bestimmten Sachen weiß man nicht, ja, Low G Hochhaus, dann gibt es hier Low G Hydrothese, bla bla bla. Was ist denn jetzt wo gemeint? Das muss man irgendwie, also das Forschungsding gefällt mir hier noch überhaupt nicht. Vielleicht verbessern sie es hoffentlich nochmal. So, wir haben hier noch einen Transporter. Kann der hier nicht noch irgendwas? Auch hier, guck mal, kann er noch einsammeln. So, wir haben eigentlich so relativ viel. Was ich mal machen kann, ist. Oh, cool. Ist der nicht noch hier oben? Ja. Nochmal Erkunder dahin schicken. Und nochmal Edelmetalle gefunden, richtig gut. Zwei sogar, hui. Wir können ja schon mal gucken. Der muss hier so zwischendrin sein. Obwohl, wenn wir so machen, dann macht er den so oder so noch mit. Aber er sagt jetzt gerade, wir sind ein bisschen weit entfernt. Aber das müsste jetzt eigentlich reichen. So, dann können wir den Dom schon mal bauen. Und was wir auch machen können, ist den quasi verbinden. Ey. Du hältst 400 Millionen. Geil. Nice, nice. Ich wollte Strom bauen. So. Weil es wird, denke ich, auch noch mal ewig brauchen, bis der fertig ist. Und dann könnten wir uns vielleicht auch noch mal überlegen, ob wir hier rüber zu dem Wasser gehen. Weil was wir auf jeden Fall noch mehr brauchen, wenn wir einen zweiten Dom bauen, ist mehr Wasser. Rakete kann starten. Wir haben sie jetzt mit Edelmetallen noch teilweise gefüllt. Aber mach ruhig mal. Müssen halt, wie gesagt, ein bisschen auf unsere Dingsproduktion achten. Und ich brauche noch mal Beton. So. Dann machen wir hier gleich wieder so einen Müllberg hin. Sector scanned. Anomaly found. Schön. Und Betonlager. So, wieder ein Sektor. Geht, wie gesagt, ziemlich schnell, dadurch, dass wir hier diesen großen Bonus haben. Dann machen wir auf jeden Fall mal die hier unten. Aber keine Anomalie. Wenn wir mit ihm mal zurück, dass er sich mal auflädt. Und unser Dings ist hier unten gewesen. Achso, er ist schon voll, stimmt. Hier könnten wir mal noch so ein Universallager hinbauen. Alles runter. Strom wird schon ein bisschen knapper. Haben wir noch irgendwas, so was wir hinstellen können? Nee. Schade.
Lassen wir das alles weg. Research complete. Milestone achieved. Anomaly found. Uiuiui, hier passiert so viel. Sektor gescannt, ist cool. Wir haben ein bisschen Beton gefunden. Wir haben 7 Anomalien gefunden. Das ist bestimmt diese Technologie, diese Alien-Abdrücke, jawohl. Gucken wir gleich mal an. Auf jeden Fall haben wir noch einen neuen Meilenstein. Ziemlich viel Punkten. Und wir haben 7 Anomalien gefunden. Ups, sorry. Da ist eine. Hier unten sehe ich gar nicht. Oh, ganz viele hier oben. Das ist schlecht. Da oben komme ich noch nicht hin. Da müsste ich erst einen Tunnel bauen, um einfach nur erstmal da hochzukommen. Das ist ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall haben wir hier hinten eine. Der ist auch wieder voll. Das heißt, er kann auf jeden Fall hier runtergehen. Fremdartige Artefakte an diesem Ort entdeckt, die Forschungsbemühungen beschleunigen werden. Okay. Gucken wir mal, was da passiert. So, Strom ist immer noch minus. Dann müssen wir doch nochmal ein Windding bauen. Eins passt da noch hin. So, den Transporter wollte ich Beton einladen. Zack, 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 voll ist er. Weil ich denke mal, wir werden hier oben ganz schön viel Beton brauchen. Das braucht 80 Stück. Alles andere ist schon da, nur der Beton fehlt quasi. So, die Rakete ist angekommen. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld bekommen durch diese Edelmetalle. Es war nicht viel. Technologieboost, minus 5% Forschung kosten alle Felder. Lol. Das heißt, es kostet jetzt alles weniger. 950 statt 1000. Und das hier ist sogar um 100 fast runter. Oh, cool. Holy shit, also schon war es fertig geworden. Wir machen mal erstmal noch schnell hier diese Nutzpflanzen, die riesigen. Und dann auf der Erde erscheinen mehr Bewerber. Das wird auch ganz wichtig. Ich lasse das erstmal fertig werden, dann machen wir die Bewerber mal rein. Cool. Angepasste Sonden. Das war das hier, ne? Ja. Sonden sind billiger und können den Tiefenscan machen. Okay. Der hat das fertig. Dann hier unten ist auch noch eine neue Anomalie. Dann gehen wir erstmal dahin. Scheiße, jetzt will ich ja natürlich hier so schnell wie möglich. Das sind 15, 15, 20, 25% weniger noch. Die Frage ist, ob das jetzt für alle gilt oder nur für die, die wir bis jetzt hier sehen. Das wäre auch noch interessant. Müssen wir mal drauf achten, wenn... Na, das geht nicht. Wenn hier eine nächste Forschung fertig wird, ob die, die wir dann aufdecken, auch reduziert ist. Weil das wäre ja... Das wäre ja richtig OP. So, der wird gebaut. Wir sind immer noch im Minus. Aber das Gründerstadium ist gleich vorbei. Oh, das war knapp. Aber hat uns ein paar Metalle eingebracht. Das ist der Rover. Entschuldigung. So. Naja, kann ich noch wenigstens ein bisschen abfarmen hier, absammeln. So, scannen. Ich sehe es hier immer nicht. Ja, okay, wir scannen alles schon, okay. Keine Ressourcen, verdammt. Die odd composition of the debris collected from the anomaly site has proven to be an uncrackable riddle for our science team. Ein Geniebewerber ist auf der Erde verfügbar. Cool. Genies sind richtig gut. Die sorgen halt nicht nur dafür, also die sind halt super klug. Die geben uns auch kostenlos Forschung. Quasi hier, geniale Kolonisten, würden wir dann auch, glaub, plus 100 oder so. Aber immerhin, es läppert sich halt nachher. Das heißt also, wenn wir jetzt, wenn das hier vorbei ist in 23 Stunden, dann werden wir auf jeden Fall hier die nächsten mal nachrücken lassen. Weil wir haben noch Plätze für 28 Leute quasi und 12 haben wir gerade mal. Also könnten wir locker noch 16 hier reinschleusen quasi. Und wir bauen ja eigentlich schon den nächsten Dom, also können nachher noch her mit rein quasi. Von der Nahrung her sinkt es auf jeden Fall. Wir hatten mal 34. Andererseits, naja, ist halb fertig.
Müssen aber auch bedenken, dass wenn wir hier mehr Kolonisten haben, dann wird die Produktion auch ein bisschen erhöht, aber wir verbrauchen auch wieder mehr Nahrung natürlich. Jetzt sind wir wieder bei 40, okay. Was ich auch noch unbedingt machen will, bevor wir hier irgendwas kaputt machen, das ist immer so ein Tipp von mir. Am besten ist, ihr baut wirklich einmal noch komplett, einmal alles quasi nochmal hier mit ran. So dass, wenn irgendwo mal ein Kabel kaputt geht oder so, oder zum Beispiel das Kabel hier geht kaputt, dann würde der hier keinen Strom, nichts bekommen. Wenn hier aber Wassertank und Strom und alles ist, dann kriegen die trotzdem noch was. Also das ist ja hier noch gespeichert. Und in der Zeit können die das Rohr oder die Leitung reparieren und alles ist schick. Gleichzeitig haben wir auch immer ein paar Reserven. Wenn zum Beispiel hier irgendwas kaputt geht, dann können die das von hier nehmen. Also immer versuchen, das hier irgendwie in der Nähe nochmal hinzubauen. So, in den Dom mache ich jetzt erstmal nichts rein und ich werde ihn auch erstmal ausschalten. Dann verbraucht er keinen Strom. Aber schon wieder nichts bekommen hier unten. Also hier unten ist echt düster. Aber wir werden erstmal alles lang gehen. Oh, und wir haben noch ganz schnell hier unbedingt das Ding hier erforschen. Also Mist, dann muss ich echt einen Tunnel erstmal hier nach oben bauen, um einfach erstmal hochzukommen. Das ist ein bisschen schade. Das Ding braucht die Edelmetalle. Okay. Das können wir aber auch bald mal anschließen. Und wir haben auch ganz viel Treibstoff. Und das heißt, wir können, glaube ich, mal hier diese. Alles klar. Also wir haben jetzt die Zeit quasi überlebt und wir haben jetzt quasi gezeigt, dass man auf dem Mars überleben kann. 10 Tage in dem Fall. Und denen reicht es jetzt für da oben, dass wir sagen können, ey, jetzt geht's los. Wir lassen jetzt hier alle Leute herkommen. Ich baue mal jetzt hier noch so eine Polymerfabrik. Dann haben wir quasi Polymere, die wir herstellen. Wir haben die. Na, wie nennen sich die? Die Maschinenteile und wenn wir die hier anschmeißen, haben wir die Elektroteile. Und dann haben wir quasi alles. Treibstoff kriegen wir auch, was wir brauchen zur eigenen Herstellung. Und jetzt müssen wir aber auf jeden Fall Leute hierher schicken. Passagiere, ganz wichtig. Altersgruppe würde ich auch immer noch empfehlen. Keine Senioren, die sind über ihren Zenit und sterben irgendwann. Die brauchen wir nicht extra hierher schicken. Spezialisten wäre ich immer noch. Sicherheit brauchen wir nicht. Wissenschaftler müsste jetzt erstmal auch nicht sein, könnten wir aber. Wir haben gerade mal 9. Eieiei. So, Stärken. Wir wollen auf jeden Fall das Genie haben. Ganz klar. Sexy ist auch gut. Ja, eigentlich, wie gesagt, alle. Das sind ja die positiven Traits. Na gut, Hippie jetzt nicht unbedingt, aber immerhin. Aber wir kommen trotzdem nur auf 9. Wir müssten eventuell ein paar Schwächen zulassen. Eigenarten. Wieso haben wir nur so wenig? Ah, ich weiß, glaube ich, worum. Das muss weg. Sind jetzt keine Spezialisierungen mit drin. Das heißt, Leute sind auf nichts spezialisiert, sind jetzt kein Ingenieur oder so. Die könnten wir noch zu was bekommen, aber wir brauchen wenigstens 12 Leute. Wenn ich das halt ausschalte. Ups. Wenn ich das ausschalte, haben wir nur 9. Das bringt's nicht. Deswegen machen wir so, starten. Wir kriegen auf jeden Fall das Genie. Das ist schon mal auf jeden Fall positiv. Du kannst hier abladen. Und dann. Sehr schön. Oh, nochmal. Das ist echt krass, ey. Wieder 5% weniger. So. Wir könnten die. Ja, mehr Bewerber, genau, das wollte ich machen. Weil wenn wir den anderen Dom vollkriegen wollen mit ordentlichen Leuten, brauchen wir auf jeden Fall mehr Bewerber. Das geht gar nicht. Dann würde ich das Ding machen und erstmal die anderen Sachen fertigen lassen. So, wir machen auf jeden Fall überall Plus, das ist gut.
Müssen aber auf jeden Fall noch mehr Strom machen. Weil sobald der Dom hier an ist, geht's richtig los. Beton haben wir auch genug, das ist gut. Wir haben auch wieder Geldmittel, ganz schön was dazu bekommen. Ich könnte jetzt eigentlich noch einmal ein bisschen Sachen hier rüber springen lassen. Und ich würde mal noch ein paar Drohnen nehmen. Brauche ich hier irgendwas? Ich mache mal noch einen Drohnen-Hub. Und dann machen wir auch nur noch die Teile hier. Schwindet unser Geld quasi dahin. Also wir hätten sogar noch Platz, aber wir haben keine Kohle mehr quasi. Aber so haben wir noch mal ein bisschen was auf der Bank quasi. Schicken wir mal los. Nahrung ist nur noch 29, also es wird schon weniger. Ich denke mal, ich werde hier noch eine Farm bauen müssen. Das sollte dann, denke ich mal, reichen mit der Nahrungsproduktion. Weil sobald jetzt mehr Leute kommen, verbrauchen wir auch noch mehr Nahrung. Das ist schon... Wir produzieren zwar auch mehr, aber... Nee. Zur Not kann ich dann diese Hydrokulturfarm noch mal wegmachen. Das ist ja süß. Ja, also hier unten ist echt tote Hose. Dafür haben wir bei den anderen was Gutes gefunden. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder einen Cut reinmachen. Also bis jetzt läuft es doch alles ganz gut. Ein paar Meteoritenschauer hatten wir auch schon, aber die haben uns zum Glück erstmal alle verfehlt. Selbst wenn es uns trifft, wir haben genug Material, um alles zu reparieren. Wir müssen halt nur gucken, dass keine Leute sterben oder so. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ansonsten sind wir halt wirklich nur dabei, erstmal so ein bisschen alles um uns herum zu scannen und zu gucken, wo wir uns als nächstes vielleicht hinbauen werden. Wir haben auf jeden Fall genug Wasser, wir haben genug Beton und wir haben genug Metall. Von daher ist alles wirklich super. Es wäre vielleicht echt noch klug, wenn wir irgendwie den Tunnel nach hier oben bauen, dass wir hier oben die ganzen Anomalien scannen können. Das werde ich mal in der nächsten Folge auf jeden Fall angehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit einschaltet. Und sage erstmal Tschüss, bis dahin. Bye, bye.